Grüße Freunde und willkommen zu einer weiteren Folge von Let's Play Far Cry Primal. Wow, alles cool. Meine Güte, da freut sich aber jemand auf die Folge. Yo, im heutigen Part habe ich mir gedacht, schlagen wir uns so ein bisschen weiter gen Süden durch, weil eigentlich, ich habe ja schon vor drei Parts oder so gemeint, ey, wir wollen eigentlich hier hin. Wir nehmen natürlich trotzdem zumindest das Lagerfeuer hier mit, das Leuchtfeuer, nicht Lagerfeuer. Und dann werden wir hier so einen Bogen machen und versuchen halt, das Feuerkreischer-Bollwerk der Isila zu stürmen und zu übernehmen. Genau, das ist der Plan für die heutige Folge. Ich habe auch mal geguckt, laut Bildschirm. Wartet mal, V war es, ne? Oh, da ist, habt ihr das gesehen? Habt ihr das gesehen? Also, ich Krokodil. Wie dem auch sei. Ich habe mal geguckt, im Ladebildschirm heißt es, wir haben jetzt so rund 34%. Das einzige Problem bei der Sache ist, ich weiß nicht, worauf sich das bezieht, Freunde. Es kann sein, dass sich das darauf bezieht, zu einem 100% Run, also im Sinne von, ja, alle Collectibles und so ein Kram. Es kann genauso gut aber auch sein, dass das absolut gar nichts damit zu tun hat. Alter, wie viel dieses Nashorn aushält. Meine Güte, die halten aber aus, ey. Egal, weiter am Text. Yo, Far Cry Primal. Kommt ja jetzt inzwischen auch... Vielleicht ist ja schon die zweite Woche, wo das jetzt dreimal pro Woche kommt, glaube ich. Müsste es jetzt zumindest sein, wenn ich mich recht entsinne. Verpiss dich nicht! Was? Oh. Wartet mal. Einen Langbogen reinnehmen. Jägerblick kurz schweifen lassen. Oh, da hinten. Ach nee, das sind meine. Ach, aber da hinten, der Isila hingegen sollte nicht meiner sein. Bam! Das war ein Kopfschuss? Also beim besten Willen, das war alles, aber kein Kopfschuss. Naja, egal. Wir looten natürlich trotzdem fleißig weiter, ne? Und wir können ja mal, das habe ich ja komplett vergessen, weil es sind ja noch 200 Meter, da lohnt sich das vielleicht sogar noch auf unserem geilen, coolen Säbelzahntiger zu reiten. Was mir auffällt, Leute, ich finde es komisch, dass der... Dass der krasser ist als unser alte Säbelzahn-Tiger-Katze. Obwohl der hart gefressen hat. Also im Sinne von, der hat ja schon ordentlich was weggesteckt. Das sieht man ja. Ich meine, guckt euch mal das Ohr an, generell das Gesicht. Der ist schon ein ziemlicher Kampfveteran. Moment mal. Ach, C ist absitzen. Wir nehmen mal die Speere, weil ich glaube, die sollte man nicht unterschätzen. Die sind ziemlich krass. Okay, wir holen natürlich erstmal unsere geile Eule ran. Die soll das hier mal ein bisschen überblicken. Nein, 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 hoch, hoch, hoch. Jawohl, ja. Sehr gut. Ich glaube, die kann die noch nicht angreifen, leider. Nee, kann sie nicht. Aber ist nicht so schlimm. Wir werden hier einfach mal so ein Dings fallen lassen. Hier auch nochmal. Sehr gut. Läuft doch. Aber ich kann die echt nicht angreifen. Das kotzt mich gerade so ein bisschen an. Egal, kommt hier nochmal. Ah, so. Bisschen voll in das Gas. Und das auch nochmal. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass das reicht, um die gegenseitig platt zu machen. Zack, da hast du auch noch was, so ein Bienchen. Wieder ein Erfolg. Bam. Okay. Mehr können wir so und so nicht machen. Von daher rufen wir unsere geile Eule mal zurück. Oh, ein Bär. Kommt der denn her? Kopfschuss! Kann ich... Jetzt mal ehrlich, kann ich den nicht häuten? Das kann ich... Doch, geht. Und die Speere hätte ich gerne auch wieder. Danke! Okay, da oben können wir uns hochhangeln. Ich glaube auch, es sind echt alle tot. Ohne Scheiß, die Eule ist ziemlich OP, was das angeht. Ich werde mal gucken, Leute, ich werde mal gucken, dass ich ein bisschen noch krasser auf Stealth setze, im Sinne von auch mal im Nahkampf ein bisschen reingehen. Entzünden. So. Das war's noch nicht. Das war's noch nicht mal, Freunde. Einer ist noch da unten. Aber den kriegen wir jetzt auch noch.
Bam! Der süße Jaguar hat uns noch geholfen. Ein bisschen zumindest. Das dürfte jetzt auch ordentlich IP geben. Also wir wurden ja weder entdeckt, noch haben wir Alarm ausgelöst, oder? 1200? Nee, ich habe keine Boni bekommen. Bin ich jetzt sehr hart, Assi? Naja, egal. Man kann nicht alles haben, ne? Obwohl, es gibt bestimmt Leute, die alles haben können. So, jetzt gehen wir nochmal durch hier. Nehmen alles mit, was wir so finden an Rohstoffen. Besonders Hartholz hätte ich gerne. Weil, obwohl wir ja unser Pfeil-Craft-Dings übel abgegradet haben, sodass wir halt übel viele Pfeile mit einem Hartholz herstellen, kommt es mir so vor, als ob das ab und zu doch schon recht schnell zur Neige geht. Das ist ein Witz. Ich halt gerade noch nichts treffe, ist der Wahnsinn. Erstmal wieder reinkommen. Ich will ja nicht immer zu weit vorspielen, Leute. Ich nehme dann immer so 3-4 Parts am Stück auf und dann warte ich immer ein bisschen wieder. Wow! Habt ihr es gesehen? Das war mega fett. Dankeschön, Wollnashorn. Okay, das Feuer haben wir entzündet. Dann geht es jetzt so weiter in die Richtung. Zack, aufsitzen und ab dafür, würde ich mal meinen. 400 Meter, das ist schon ordentlich. Oh, guck mal, es ändert sich sogar auch wirklich das Gebiet hier auf der Karte so ein bisschen. Komme ich hier irgendwie vernünftig runter? Ja, hier. Gibt es denn keine Säbelzahntiger-Autobahn? Was ist bloß los? Schütze die Wenya von den Angreifern? Gucken wir mal, was von hier hinkriegen. Sind noch 107 Meter? Eieiei. Oh, oh. Wartet. Denn sind die Sila. Alter, wie viel hält er aus? Geh doch. Jetzt aber flott. Mal kurz ein paar Pfeile herstellen. Der Langbogen fetzt schon ziemlich. Aber ich muss echt sagen, dass ich den Kurzbogen immer noch eine Ecke geiler finde. Irgendwie will ich schon wieder unsere Eule rufen. Obwohl, das macht jetzt keinen Sinn, die zu rufen, glaube ich. Wir können ja mal kurz unsere Bestie wegschicken. Nämlich, ich habe gelesen, Bestie entsenden? Warte mal. Weißt du, wenn ich das drücke? Ja, dann haut die ab. Sehr gut. Ach, guck. Ach nee, wir sollen die. Never mind. Dann holen wir doch nochmal wieder unsere Bestie. Wir sollen das hier halten. Ich dachte, wir sollen die befreien. Wir lesen kleines. Wir lesen kleines ganz klar im Vorteil. Oh. Ich glaube, ich sollte mal auf den Kurzbogen wechseln in dem Fall. Das war's. Das war's jetzt auch noch nicht. Beim besten Willen. Da kommen doch noch mehr. Das hoffe ich jetzt einfach mal. Und da? Ja. Halt viel zu sehr vor, ey. Ich spiele nämlich gerade auch noch Skyrim, Freunde. Und da muss man doch schon ordentlich vorhalten. Warte mal. Die Distanz nehmen wir dann nochmal einen Langbogen. Oh, fuck. Never mind. Können wir mal einen Doppelbogen nehmen. Alter, der hält aus. Was ist er denn? Down he goes. Kommt anscheinend noch wer. Na, Langbogen raus. Hallo? Hast du das jetzt schon? Nee. Komm noch her. Wo? Ach, von da. Sehr gut, Bestie. Also, Freunde, so langsam könnte es aber auch mal durch sein, ne? Guardu Karuai!
In Spain. I used to be an adventurer like you, but then I took an arrow to the knee. Okay, Freunde. Jetzt mal so langsam, ne? Ganz im Ernst? Oh. Oh, da kommt doch was. Aber irgendein fremder Säbelzahntiger macht die gerade fertig. Geil. Da sage ich nicht nein. Guck mal, wie sie rennen. Die Penner aushalten, ey. Wow, was hast denn du hingeschlagen? Geh doch jetzt drauf. Okay, ein Tank. Ja, aber den kriegen wir auch down. Deine Maske hält auch nicht für immer stand. Der Speer war ja sauber geworfen. Es hat nur 57 gegeben, meine Güte. Ja, bitte. Iss mal ein Stück. So, Freunde, aber jetzt mal ehrlich. Warum? Ey, das ist doch jetzt nicht euer Ernst. Wie lange soll denn das hier noch gehen? Wenn das jetzt nicht die letzte Welle ist, Leute, dann gehe ich einfach. Wie lange sollen das jetzt noch sein? Mit Far Cry Primal zum Tower Defense Spiel oder was? Ist unfassbar gerade. Ich weiß gerade echt nicht, was ich sagen soll, Leute. Die Idee mit den Zufallsereignissen finde ich ja ziemlich cool, aber das geht zu weit. Geh doch. Jetzt, endlich. Wie viel gibt das? Ohne Scheiß, wenn das nicht mindestens 500 EP bringt oder so, dann raste ich aus. Nee, nee. Das steht nicht mal da. Es wird nicht angezeigt. 1425. Gut, das lasse ich mir dann gefallen. Und 4 neue Einwohner, ja, okay. Aber trotzdem, ey, das war ja... Halleluja, ey, das hat uns ja auch gerade nicht nur mal 10 Minuten gekostet, ne? Wahnsinn! Schnapp ihn dir! Den Sternstaub immer noch mit. Sehr gut. Habe ich ihn jetzt gehäutet? Ja, ja, doch, dürfte ich. So, wir müssen auch wieder Südahorn und so ein Kram jetzt mitnehmen. Nämlich nach dem Kampf ist uns, glaube ich, so ein bisschen der Hartholzvorrat zur Neige gegangen. Würde ich jedenfalls jetzt mal stark annehmen. Ich habe es jetzt nicht gecheckt, aber... Ja, es geht noch. Wir haben noch 15 Stück. Das sind immerhin noch 60 Pfeile, aber... Okay, das Bollwerk sieht schon ziemlich krass aus, muss man mal sagen. Ich schicke erstmal meine Bestie weg, Freunde, damit wir besser schleichen können. Deine gezähmte Bestie wurde in dein Bestienmenü geschickt. Ja, so wie das halt in der Steinzeit damals war, ne? Da hat man einfach mal seine Haustiere ins Bestienmenü geschickt und dann war gut. So, ich bin jetzt zwar eigentlich absolut nicht sicher, aber ich gehe trotzdem mal drüber. Ich will nämlich mal gucken, wie das hier aussieht. Okay, das sind ein paar, Freunde. Das sind ein ganz paar. Da hinten ist auch noch einer. Oh, ich hätte mir mal was craften sollen, fällt mir gerade mal auf. Ich habe total vergessen, mir Sachen zu craften.
Ja, wir gucken erstmal, was wir hier so alles finden, wa? Da auf dem Aussichtsturm steht keiner, also schon mal cool. Jetzt mal ganz im Ernst, ich finde diese Eulensicht ist mega unscharf. Die ist absolut nicht crisp. Oha, das sind ein ganz paar hier. Himmel, ey. Da oben sind auch noch zwei. Was ist das denn für einer? Da wird wahrscheinlich auch noch einer sein, oder? Könnte ich mir jedenfalls vorstellen. Nee. Krass, ey. Okay, Leute, das wird echt interessant werden. Das ist nur ein Arbeiter. Ja, krass. Das wird ordentlich. Das wird echt ordentlich. So, dann rufen wir mal unsere Eule zurück. Muss ja auch nicht ewig hier rumfliegen. Ich glaube, ich werde echt rechts lang reingehen, da bei dem. Ich würde jetzt mal sagen, dass das am meisten Sinn macht. Aber das werden wir ja sehen. Ich werde mal einen Langbogen dafür nehmen, damit ich den da oben direkt wegholen kann. Ich muss mir den nochmal genau angucken. Hat der eine Maske? Natürlich hat der Wichser eine Maske. Die haben inzwischen, glaube ich, alle eine Maske. Das heißt also, ich kriege den nicht mit einem Langbogen. Doch, vielleicht, wenn ich ihn von der Seite treffe, dann dürfte die Maske ja total egal sein, oder? Wenn ich ihn richtig schön von der Seite in den Kopf treffe. Wir machen das jetzt einfach mal, Freunde. Yes. Doch, funktioniert Stealth? Vorsichtig, vorsichtig. Der hat eine Maske, oder? Der hat eine Maske von vorne. Das bringt also gar nichts, den von vorne anzugreifen. Da müsste ich einfach mal warten, bis der sich irgendwie mit der Seite oder so zu mir wendet. Shit, 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 shit. Wenn er sich umdreht, ich hoffe mal, dass er es macht, dann ist er tot. Alter. Mach keinen Scheiß. Geh doch. Dreh dich um. Nein, 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 nein. Yes. Nice. Okay. Dem Arbeiter dürfte das nicht auffallen. Wir nehmen trotzdem mal raus. Für den Fall der Fälle, ne? Okay. Bisher läuft Stealth ganz gut. Da ist noch ein Arbeiter. Und der da hinten, ich glaube, der geht gar nicht Routine. Also der geht keine Patrouille oder so weit. Der geht hier gerade nur so lang. Wartet mal, Jägerblick mal einsetzen. Ich glaube nämlich, damit kann man vielleicht auch Leute in den Hütten oder so sehen, die ich vorhin mit der Eule nicht gesehen hätte. Fuck, fuck, fuck. Nehmen wir den Arbeiter raus. Yes! Okay, bisher läuft alles nach Plan. Bisher läuft alles nach Plan. Die Wenya hingegen werde ich zum Ende befreien, Freunde. Ich habe echt Angst, dass wenn ich die losbinde, die versuchen mir zu helfen und dann alles den Bach runtergeht. Und das wäre assi. Die haben auch beide Masken und da komme ich nicht so ohne weiteres vorbei gerade. Ich kann ja mal genau das hier craften. Okay, nice. Oh, Freunde, das wird. Vielleicht kriegen wir es ja sogar noch diesen Part hin, dieses Bollwerk einzunehmen. Und das ohne Alarm auszulösen. Das wäre mega fett. Das wäre richtig geil. Gucken wir, ob es irgendwie noch einen separaten Eingang gibt. Das hätte man vielleicht auch mal vorher mit der Eule scouten können. Hier kommt man auch noch gut rein. Jägerblick sagt, hier ist keiner. Der ist runtergegangen, warum auch immer. Okay, kommen wir hier an der Seite hoch.
Darüber könnten wir laufen, ne? Habe ich mir jetzt eigentlich schon, ich muss mal das mal kurz angucken. Mir war so, als ob ich mir als Fähigkeit... Habe ich mir den... Ja, ich kann große und mächtige Gegner, Anführer mit einem Takedown direkt rausnehmen. Das ist geil. Das ist echt super. Ziehe und wirf deine Coinspeer, während du eine Leiche bewegst. Das ist nicht so fett. 4 Fähigkeitenpunkte kostet das. Eieieiei. Tiere markieren, teilweise gelehrte Gesundheitsbalken regenerieren sich schneller. Nee. Das ist cool, aber das ist eigentlich auch nur so ein Gimmick. Das können wir mal machen, Freunde, ohne Scheiß. Was haben wir hier hinten noch so? 2 Stachelbomben im Waffelrad. Im Waffelrad. Das Waffelrad. Was zum Teufel? Du erleidest weniger Schaden durch Tierangriffe und gegnerische Nahkampftreffer. Na, das ist doch gut. Das nehmen wir auch noch mit. Ich glaube nämlich, die Udam-Fähigkeiten sind auch ganz geil. Doppelte Tobsuchtbomben, reduzierter Nahkampfschaden, primitive Heilung. Da habe ich nämlich auch... Also ich habe mich so ein bisschen belesen, was das angeht. Die sollen ziemlich krass sein. Habe ich den von der Seite? Oh, das ist ein Shot, den man machen könnte, Freunde. Oh, ich will die ganze Zeit schnell speichern. Das geht natürlich nicht. Scheiße. Jetzt wissen sie Bescheid. Kacke. Das war jetzt hart assi, Freunde. Jetzt wird nämlich Alarm ausgelöst. Denke ich jedenfalls mal. Ich dachte echt, ich treffe den in die Seite seiner Maske. Scheiße. Sind noch ein paar über. Alter, ist das dunkel. Falls ihr nichts seht, wundert euch nicht. Ich sehe auch kaum was. Ah, es ist voll kacke, dass die jetzt alle so aufmerksam sind. Ich wollte die gerade so stealth-mäßig alle nacheinander aus... Mit denen das nacheinander aufnehmen. Jetzt wird das natürlich eine Ecke krasser. Ja, den werde ich nicht One-Shot down kriegen. Vielleicht vergessen die mich ja auch wieder. Das wäre geil. So Skyrim-mäßig. Muss wohl der Wind gewesen sein. Okay, der geht auf den Ausguck. Der hat auch eine Maske. Warum müssen die alle Masken tragen, die Penner? Oh, den könnte ich aber nehmen. Yes. Nice. Keiner hat es mitgekriegt von denen. Es sind noch 2 Tanks unterwegs. Oh shit, nee, Freunde. Der ist zu weit weg. Boah, ich will die ganze Zeit schnell speichern. Aber das hiermit hier nicht. Wenn ich es abfacke, muss ich damit leben. Nice. Das können wir auch mal kaputt machen. Geil. Ist mal ernst im Ernst? Soll das sagen? Wenn wir den Tank da rausnehmen, sieht der Typ das da oben? Ich kann es gerade echt schlecht einschätzen. Ich gucke auch nochmal schnell mit der Jägersicht hier rum. Dass hier noch irgendeiner von denen lauert, aber das sieht gerade nicht so aus. Nehmen wir mal den Speer in die Hand. Machen wir uns gleich nochmal hin. Oh, scheiße. Fuck! Das war jetzt doof. Takedown. Jawohl. Schwerer Takedown. Dass ich dir den Stein an den Kopf geballert habe, war... Oh, scheiße. War echt Zufall. Und ziemlich dumm. Das hätte mich jetzt fast meine Posi gekostet. Also meine Posi verraten. Uiuiui. Ich muss echt sagen, ich finde die Steinschleuder auch gar nicht so geil. Ich würde den Stein lieber werfen. Scheiße, den kann man ja voll weit schleudern. Es hat bestimmt seine Vorteile. Wir schließen sie sich nur nicht. Schön. Den dürfte das relativ Rille sein. Ach, guck einer an. Hier kann man hoch. Am liebsten würde ich ja den da oben erstmal ausschalten.
Sehe ich das richtig? Der hat eine volle Panzerung. Mit anderen Worten, den muss ich stealthy machen, wenn ich den One-Hit machen will. Die haben auch beide eine Panzerung. Oh, Freunde, das wird heftig. Das wird echt heftig. Die stehen doch noch so alle so nah. Ach, warte mal, habe ich nicht... Habe ich das jetzt geskillt, ja oder nein? Mit den mehreren Takeouts habe ich natürlich nicht. Kacke. Das wäre jetzt genau die Möglichkeit gewesen, das zu machen. Na? Jägersicht. Moment. Das ist Witz. Das ist echt ein Witz. Der war hinten hochgepanzert. Kacke. Das ist jetzt echt ziemlich dumm gelaufen gerade. Aber der hat ordentlich einen gefressen. Ich bin mal trotzdem vorsichtig. Vielleicht, wenn ich mich gut verstecke, kann ich die auch alle nacheinander jetzt rausnehmen. Das wäre auch geil. Hm, die denken sich wahrscheinlich schon gerade wieder, muss wohl der Wind gewesen sein. Na klar doch, na klar doch. Der war schlecht. Der war einfach schlecht. Aber die wissen immer noch nicht, wo ich bin. Das ist ganz geil. Mich hier eigentlich hochhangeln? Nee. Das wäre geil gewesen irgendwie. Das hätte ich jetzt hart gefeiert. Okay, Freunde, Stealth ist immer noch eine Option. Obwohl, ach Mensch, wisst ihr, wer das ist? Das ist der fucking Anführer von denen. Deswegen ist er so komisch markiert wahrscheinlich. Ja, das ist der Anführer. Geh doch. Wieder einer weg. Alter Vater. Alter Vater. Der steht da sehr ungelegen. Yes. Ich wage zu bezweifeln, dass ich Roshan in einem Takeout kaputt kriege, aber wir können es probieren, wa? Nee, geht nicht. Geht einfach nicht. Schade. Aber da das sowieso der letzte Dude ist von denen, looten wir erstmal ja noch kurz in Ruhe. Nehmen dann Stachelbombe, würde ich sagen. Oder was haben wir noch? Die Todsuchtbombe. Nee, Stachelbombe nehmen wir da mal aus. Wie werfe ich die denn nochmal? Mittlere Maustaste? Was? Mittlere Maustaste? Ja. Weg. Wollen wir ein paar Speere machen? Ja, ohne Scheiß, ich gehe nicht auf die Maske, sondern zack. Bam, Leute! Lager geknackt. Ohne Alarm auszulösen übrigens. Beziehungsweise, war es ohne Alarm? Ich weiß es jetzt echt nicht, weil rein... Und genau an dieser Stelle hat sich einfach mal so mein Mikrofon verabschiedet, Leute, weil ich schlichtweg gegen dieses tolle USB-Kabel gekommen bin. Das ist zwar hart assi, aber naja, so ist das eben.
Das ist aber auch nur zum Glück für diesen Part so. Es sind jetzt auch nur noch 2 Minuten. Deswegen werde ich jetzt mal einfach kurz die Facecam rausnehmen. Yo, und ihr könnt den Rest des Gameplays so genießen. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Bis dann, macht's gut, haut rein und tschüss! Ach, Darwin! Ja. Oh, hey! Miklepti! Miklepti, mein Lava! Winja Warata. Schlaß. Da Isila Santa Dacia Magam. Santa Isila Sush Dugistaris Batari. Sushalhain Winja Dagwash. Nu Sushalhain Guana. Purkalash! Winja Purkalash Dacia. Dahata. Kotihustor. Dachisla. Pur kalash tachisla dachaita. Uno, guash. Guash? Ti wenja mim guama. Winja guashta. Why Shwadar Chagwaifa? Izila Basti. Na Shwadar Hatam! Tajisla Dili Baram. Pur Kalash. Ay, Minasham Sushalhain. Umana! Nashan Hamagam!